Gekreuzigt im Namen Jesus Christus. Kulde Fahrgelese der Apostelgeschichte, Kapitel 12, saß der Knie in Tien. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachteten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in dem Gemach. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach, stehe schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschah durch den Engel, sondern er meinte, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, welches zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten heraus und gingen eine Gasse weit, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes. Und als er sich besann, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Als aber Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd herbei mit Namen Rode, um zu horchen. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freude, lief aber hinein und verkündigte ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie ihn aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündiget dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was doch mit Petrus geschehen sei. Herodes aber, als er ihn suchen ließ und nicht fand, verhörte die Wächter und ließ sie wegführen. Und er zog von Judäa hinab nach Caesarea und hielt sich dort auf. In danach, aus Herodes Plonen deut, am Pferd bringen, dann schleit Petrus zwischen zwei Soldaten eingespurt, kann ich sein, festgeschlossen. Jemand hat seinen Schlupf aus einem Triumph von dem Glauben mal so genannt. Er erinnert sich sicherlich an die Versprechung von dem Herrn, dass er alt worden wurde, in Johannes 21, 18. Und er wird wissen, dass Herodes am nicht fertigen Tiet dort merken können. Plötzlich kommt auf einmal ein Engel da an, in seine Zelle, wo er wird. Und das war aller Tag. Er starrt Petrus an der Sied und dort am Befehl geben, abzustohnen. Futz fallen sie in der Käden rauf, mit Karte, Knopen, Saatz, fahrt der Engel Petrus ab, sie in den Sandalen und ihr Feite stahlen, sie Mantel Eva zu nehmen, und dann kommt mir mit. Petrus ging mit diesem Engel mit, der ist der Erste, der ist der Zweite, von dem Gefängnis. Also, was diese Eisene, der kommende Grote, der sieht dort auch von selbst ab. So, als wenn das wird eine elektrische, der ihr was sein. Ihr schaust, er eine große Länge gehen, wie er mit dem Engel, dann der Engel auf einmal war wie von arm. Dann kommt Petrus auf einmal zu sich selbst und erzählt, dass das Ganze kein Traum war, sondern dass der Herr am auf eine wunderbare Weise geraten hat mit der Hand von Herodes und von diesen Juden. Als er lange genug durchgewachsen war, am Not zu denken, dann erinnert sich Petrus daran, dass sich die Jünger im Haus von Maria, der Mutter von Johannes, mit dem Binum und Markus, dort trafen wollen, um zu beten. Er hat eine Gebetsgemeinschaft oder eine Gebetstaufkunft gewassen durch. Die ganze Nacht durch die Ehren dort. Bis Petrus durchankommt und dort mit der Tachel, weil sein Dollar je in der Morgen gewass. Petrus klappt an diese Idee und dann wird ein Mädchen kommt dahin, also Rode, was hier sagt, oder Rose. Wie sie durchankommt, wie sie abgerechnet hat, sie vergaute die aufzumerken. Sie ran drei und dann sehen sie diese betende Gruppe dort, diese Gäude Nureich. Sie dachten, dass diesem Jahr wird auch ein Betterchen auch da. Und sie werden sich nicht eher zu sein. Doch sie bleibt da abbestohlen, der Apostel steht wirklich für die der. Und sie sagen, das muss doch was ein Schutzengel sein. Das kann ja nicht Petrus sein.
Diese Gläubigen sind Ferken für ihren Unglauben, Gebet getadelt worden, dass sie wären wirklich überrascht, als ihr Gebet erhielt worden wäre. Ich glaube, wir machen auch Ferken mit Töchstern, ob zwar wie Gläubigen sind, sind wir doch über auch Ferken nach dem Bett zu ungläubig. Petrus hat in dieser Zwischenzeit hier wieder der gestohlen und hat klappt Ware an. Als er am schließlich diese der ummerken deuten, er nennen kam, dann wir alle Zwiebel wach und sie brüchen uit eine Freiheit uit. Er beruhigt und bosig und vertalt und kartet Wunder, weil wir frei geworden. Und durchaus hat er entbeten, diese nur als Jakobus und die Brüder dort zu berechten. Dann verleiht er ihn. Wir wollten nicht gleich wohin, als er über Samarien warten, Petrus fehlen deut, da war diese angelegte Soldaten von Panik und Angst angenommen. Auch für Herodes wäre das ein schlechtes Erlebnis hier, was er hier nicht muss sein. So überlässt worden zu sein. Nichts, was die Soldaten verbringen können, hielt sich im geringsten nur durch das Reich können sein. Er wahrscheinlich vielen Utreid, mögen den Tschernik bloß doll. So Leute, die alle Handrechten. Dann verleute Jerusalem gegen Caesarea, um der Überwacht zu kommen, dort sind stolz, nicht verletzt worden wir. Also wir sollen hier wahrer, was ein Gebet ütet. In der Gebete ist eine Kraftbahn, und weil wir du auch von lehren, des Morgen haben wir in eine trüge Zeit, aber du wo der Gemeinde beten zu hängen stund, du passiert in der Wunder. Mach Gott uns auch du ansegnen, weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass die Gebete erhören des. Halb uns auch, dass wir betende Menschen sind, damit wir die Nomen gerne ihr bringen. Wir danken dir dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.